Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal aus dem Andy, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte erneut ein Spiel ins Leben rufen. Und das ist Wreckfest, meine sehr geehrten Schnuckisseile. Es hat sich einiges getan, ich bin komplett fasziniert von diesem Game. Und dann habe ich diese geilen Geräte. Ja. Und diese Fahrzeuge. Was das Faszinierende an diesen ist, man kann sie lackieren, wie man will. Ja. Man kann sie tunen mit Motoren, Luftfilterkästen, Kühler. Holy shit. Zylinderkopfdichtung, mein Mund. Aha. Mit Zündkerzen, Auspuff, Krümmer. Motorblock, Nockenwelle und Kolben. Und da kann man es noch tunen. Machen wir das jetzt einmal so wie es ist. Man muss die Autos jetzt kaufen. Freue mich schon auf dieses Gerät. Holy fucking shit, Alter. Jo, und was gibt es bei Wreckfest? Ganz einfach. Es gibt einen Mehrspielermodus, benutzerdefiniertes Spiel und die Karriere, die ist neu. Da gibt es verschiedene Challenge, man kennt es von Dirt Rally oder anderen wunderbaren Spiele. Und ja, bei jeder Challenge kann man natürlich hier Punkte machen. Jo. Das heißt, meine Freunde, das ist das typische wichtig ist, es ist extrem wichtig, dass man das Spiel auf den Schaden auf Fahrzeug auf realistisch stellt, nicht auf normal. Ja. Und das ist halt die Crash Arena. Verursacht Mint und man hat immer so Zusatzziele, verursacht mindestens 1500 Schaden, demoliere mindestens 3 Gegner. Mach mal grad, Bros. Holy shit, so schnell geht's. So, dann gibt's noch normale Races. Wir fahren diese Races und probieren alles an. Lass mindestens 3 Gegner rausdrehen. Rausdrehen ist immer schwierig, meine Freunde. Aber wir geben immer mein Bestes, meine Freunde. Es sind halt normale Rundkursrennen, kann man machen. Es macht einfach nur Bock, meine Freunde.
Das war ein geiles Rennen, oder? Ah, macht schon Spaß, Jungs, macht schon Spaß. Es ist so brutal, wie sich das auf die Vorphysik auswirkt, das Ganze. Das ist unglaublich. Was da nur gibt, ist natürlich eine Head-to-Head-Challenge. Gibt es natürlich auch. Holy shit! Natürlich habe ich das mit Glanzleistung gewonnen, man kann sich natürlich die Wiederholung anschauen, ist ja klar. Wenn man natürlich möchte. Das hat natürlich dann einen wunderschönen Flair. Ein großes Ganzen, was ist, meine Freunde? Oh ja. Ich finde es einfach mega geil, Alter. Einfach mega nice. Was man nur dazu sagen muss, sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Ich habe das damals in der Alpha gekauft, da hat es nur die eine Würde da gegeben, wo sie das Auto zerstören können. Seitdem habe ich das. Ich habe jetzt ewig nicht mehr reingeschaut und das ist einfach. Ja, wie soll ich sagen, es ist einfach der Shit. Aber wenn man jetzt schaut, wie viele Maps das da gibt. Da wo es halt Rundkurs geht, auch ein Demolition Derby und so viele Autos verschwinden. Man kann wirklich viel Spaß haben mit dem Spiel. Jo, und das war's im Großen und Ganzen, meine Freunde. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was vorstellen können von dem Spiel. Und ich hoffe, es gibt aber einen Haufen Gamer, die was das kaufen, oder einfach mal gescheit zocken, oder? Verstehst du das? Jedenfalls, ich wünsche euch das Beste, euer Austin Andy, Jimmy und ciao mit aus. Und wenn es natürlich gefallen hat, dann schickt mir natürlich ein Nacktfoto. Wie gesagt, ich habe leider keine 10 Kunden mehr. Aber wie gesagt, euch Ladies, 5 Kunden stängern. 5 Kunden stängern, meine Freunde, für Penisfotos. Ich wünsche euch das Beste. Tschüss und ciao mit außen.